Ist euch mal was aufgefallen? Ich meine, seid ihr nicht auch der Meinung, dass Filme, vor allem Hollywood-Filme, große Filme, immer mehr an Qualität und vor allem auch, naja, Spannung verlieren? Kommt es euch nicht auch manchmal so vor, als hätte Hollywood einfach keine Ideen mehr? Und ich habe immer das Gefühl, die Filmindustrie, naja, hat sich irgendwie festgefahren und kommt weder vor noch zurück. Und gefühlt fühlt sich auch jeder Film irgendwie gleich an, oder? Wenn ihr auch so denkt, dann ist dieses Video vielleicht was für euch, denn ich habe mich mal hingesetzt und mal recherchiert und mal den Grund dafür gesucht, zumindest einen Grund, warum Hollywood-Filme oder allgemein Filme momentan in der heutigen Zeit einfach unfassbar an Spannung, Interesse und irgendwie, naja, ja, keine Ahnung, an einfach schlechter werden. Sie verlieren alles und werden einfach irgendwie schlechter, zumindest meiner Meinung nach. Und man sieht es ja auch hier und da an ein paar Zahlen. Und warum Hollywood oder allgemein Filme in einer Kreativitätskrise stecken, das habe ich mal analysiert und ja, das gibt es in diesem Video. Heißt, wenn euch das interessiert und wenn ihr vielleicht denselben Gedankengang habt wie ich gerade, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ich bin wirklich seit Jahren, seit Kindheit ein riesiger Filmfan. Auch Serien, aber hier heute geht es nur um Filme. Und ich liebe es immer wieder, wenn ein neuer Film rauskommt, ich mir den im Kino oder halt, wenn er irgendwo auf Streamingdiensten oder auf DVD rauskommt. Ich freue mich über die meisten Filme, selbst wenn sie keine Themen haben, die mich unbedingt interessieren. Als Beispiel, ich bin riesiger Marvel- und Star Wars-Fan. Natürlich freue ich mich über jedes Marvel- und Star Wars-Projekt, aber vor allem im Punkto Marvel, ja, geht ja momentan sowohl gefühlt die Einschaltquoten, als auch das Interesse, als auch die Loyalität der Fans, naja, die macht momentan halt. Versteht ihr, was ich meine? Und das Ganze ist halt leider nicht nur bei Marvel so. Das ist in vielen Bereichen, ob wir jetzt zu Fast and the Furious gucken, ob wir zu Transformers gucken, ob wir zu Mission Impossible gucken, ob wir in all diese Filmbereiche reingehen, die einfach nur noch Fortsetzungen auf Fortsetzungen bringen. Weil Fakt ist nun mal, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, in der momentanen Zeit gibt es zu 90% oder sagen wir mal zu 80% fast nur noch Remakes bzw. Reboots von Filmen. Sonst nur Weiterführungen, also Fortsetzungen. Also es sind halt immer gefühlt die gleichen Inhalte. Es kommt nichts oder nicht mehr wirklich viel Innovatives. Alles schreit nur noch Prequel, Sequel. Wir müssen uns um den Hype von diesem einen Film aufbauen und gehen davor und zurück und erzählen dann nochmal eine Geschichte. An für sich bin ich ja Fan von Prequels und Sequels. Ich finde es immer sehr, sehr geil, die Vorgeschichte und natürlich auch die fortlaufende Geschichte von einem Film, den ich mag, naja, zu erfahren. Aber wenn daran die Kreativität zugrunde geht, beziehungsweise die Abenteuerlust, sich einen Film anzugucken, naja, dann verzichte ich auch gerne drauf. Nehmen wir doch einfach nochmal kurz Marvel als Beispiel. Ich denke, das ist der Großteil der Menschheit, ist sich da einig, oder der Marvel-Fans sind sich da einig. Ich finde, nach Endgame hat Marvel einfach nur noch, ist nur noch bergab gegangen. Es gab zwei, drei Filme, vielleicht auch ein, zwei Serien, die ganz geil waren. Loki, keine Frage, super gut. WandaVision war auch sehr, sehr geil. Ich persönlich finde sowieso Guardians of the Galaxy 3 seit Endgame das beste Marvel-Projekt, was es so gab. No Way Home hat mir auch super gefallen, aber da wahrscheinlich auch einfach nur aus diesem typischen Nostalgiefaktor der Spideys. Aber wären die nicht dabei gewesen, also Andrew Garfield und Tobey Maguire, glaube ich, wäre der Film nicht so gut angekommen, wie er, naja, am Ende ist. Da hat viel Nostalgie mit reingespielt. Aber es ist halt nicht nur Marvel. Ist halt auch zum Beispiel, als großes Beispiel, Disney. Also Disney an für sich. Abgesehen davon, dass Disney alles aufkauft, was einfach den Filmen und der Filmindustrie nicht gut tut, weswegen es auch immer geil ist, dass sich irgendwelche kleinen neuen Studios an Filme rantrauen, weil wir einfach mal einen frischen Wind in dieser Filmindustrie brauchen. Wie gesagt, Disney, das alles aufkauft, ist schlecht für die Filme, weil, sind wir mal ehrlich, wann kam wirklich das letzte Mal ein gelungener Disney-Film raus, der wirklich das wiedergespiegelt hat, was Disney ist oder sein sollte? Natürlich brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass hinter Disney, hinter den ganzen Filmen, ein tiefes schwarzes Loch an ungeklärten und schlimmen Sachen und was weiß ich, es gibt auch genug Sachen, die einfach sagen, dass Disney vielleicht nicht so das, naja, Beste ist, was es gibt, aber an Filmen, vor allem Animationsfilmen, kann man Disney einfach, naja, nicht wirklich überbieten. Und auch da geht die Qualität einfach immer weiter zurück. Es werden immer schlechtere Filme gemacht, immer mehr wieder, wären wir wieder leider beim Thema, immer mehr politische Meinungen werden einem aufgezwungen. Politische Korrektheit ist einfach so ein dickes Thema. Aber wie gesagt, das möchte ich hier nicht zu breit auffächern, weil mir geht es wirklich um den Inhalt, um die Qualität, um die, naja, Kreativität hinter Filmen. Ich meine, sind wir ehrlich, ich liebe Transformers und gucken uns die letzten Transformers-Filme an, sind sie alle gleich. Es ist ein Bösewicht, der wird halt besiegt und das ist ja auch klar, irgendwie, man kann ja das Rad nicht unbedingt neu erfinden, man muss es halt einfach verbessern, ist ja auch alles schön und gut. Aber das findet man momentan in jedem Bereich. Ob es Fast and Furious 520 ist, ob es Marvel ist, die einfach halt eine Geschichte erzählen, was ja auch nicht schlecht ist, aber sie erzählen sie halt
naja, vielleicht zu kommerziell weiter, was auch ein großer Punkt ist. Aber an für sich ist in fast jedem Fall, wenn man ins Kino geht, sind die Filme relativ gleich. Vielleicht mal Horrorfilme ausgeklammert, weil Horrorfilme, finde ich, immer mehr von kleineren Studios übernommen werden, die noch nicht diesen Riesenerfolg haben, die wirklich noch sagen, okay, ich will einen guten Film machen. Weil Horrorfilme sind da so irgendwie eine eigene Kategorie, finde ich zumindest. Aber ob es irgendwelche Actionfilme sind, Mission Impossible-mäßige, wie schon gesagt, Transformers, Fast and Furious, ob es Liebesfilme sind, Romantikfilme, Comedyfilme, alle haben irgendwie den gleichen Beigeschmack. Und es fühlt sich einfach fast alles gleich an. Weil es gefühlt einfach immer derselbe Inhalt und dieselbe Story ist. Und vor allem nicht nur die Story, sondern auch einfach die Aufmachung des Films ist halt einfach gleich. Es wird fast alles in einem stinknormalen Bereich gefilmt, wie ein normaler Film, eine Szenerie wird aufgebaut, die Kamera zeigt das und es wird gedreht. Was ja auch gar nicht schlecht ist, nur es gibt zwei, drei Beispiele, die zeigen, wie geil ein Film sein kann, der sich mal an anderen Kameraperspektiven bedient oder allgemein an anderen, ein anderes Bild einem rüberbringt. Für mich mit eines der geilsten Beispiele der letzten Jahre, Hardcore Henry. Ich weiß nicht, ob der Film vielen von euch bekannt ist. Es ist auch mehr ein unter dem Radar fliegender Film, aber dieser Film ist komplett zu 100% aus der Ego-Perspektive gefilmt worden. Dementsprechend ist die Qualität des Films nicht so krass hochwertig, aber der Action, also die Action in diesem Film ist durch diese Ego-Perspektive perfekt eingefangen. Dieser Film ist super genial gedreht, super genial. Die Story ist jetzt nicht tiefgreifend krass, also es ist nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das ist ja emotional tiefgründig oder so, aber es ist eine saugeile Kameraperspektive für einen Actionfilm. Unknown User mit einer meiner Lieblingshorrorfilme, der sich quasi nur im Bereich der Webcam eines Bildschirms, also von einem PC, Laptop, was weiß ich, allen möglichen, nur in diesem Bereich der Webcam befindet. Alles, was wir sehen, sehen genauso nur die Leute, die in dem Film sind. Wir sehen quasi nur die Sicht von einem, naja, Skype-Gespräch als Beispiel. Wir sehen quasi einen PC-Desktop und das ist so gut. Es bringt uns eine neue Sicht einfach, die man sagen kann, okay, hier brauchst du nicht viel drumherum zu zeigen, weil alles das, was du für diesen Horrorfilm brauchst, diese eingeschränkte Sicht, diese eingeschränktes Verhalten, was es gibt, perfekt rübergebracht. Spree, genauso geil. Wir sind hier einfach bei einem Typen, der einfach jeden Schritt, also jeden seiner Schritte, vloggt mehr oder weniger oder livestreamt, glaube ich ja sogar, und dabei halt die krankesten Sachen macht, die krankesten Leute überfährt, Leute umbringt, was weiß ich. Und das alles in, ich nenne es mal, dieser Vlog-Perspektive. Einfach eine Kamera mitgenommen und geredet und es gibt da keine großartigen Kamerashots, die heftig sind. Es ist alles über die Kameras, die fest verbaut im Auto sind oder die halt mitnimmt, was auch einfach wieder so ein geiles filmisches Stilmittel war, als ich diesen Film gesehen habe. Ich fand es unfassbar geil, einfach dieses zu 90% halt die Sicht von dem Auto, weil das halt voll mit Kameras war und halt die Sachen, wenn er seine Kamera halt mitgenommen hat. Dieses Vlog-mäßige, super geil. Deadstream, ähnlich wie Unknown User, super geil einfach. Ist das gleiche Prinzip, mega geile Perspektive und es passt halt einfach. Für den Horrorfilm ist es sehr, sehr gut. Und natürlich, um, sag ich mal, die Mutter all dieser Filme quasi zu repräsentieren, hätten wir natürlich auch Paranormal Activity. Auch ein Haus voller Überwachungskameras. Kameras, die in den Händen gehalten wurden. Quasi keine Szene von jemandem, der jemanden filmt. Also entweder ist einer jemand hinter der Kamera, einer der Hauptprotagonisten, oder er filmt sich gerade selber. Diese szenischen, also diese kameramäßigen Einstellungen machen diesen Film einfach so, oder diese Filme natürlich, so genial, so spannend und halt so anders. Und lustigerweise, wenn wir uns diese kleine Liste, es gibt noch wesentlich mehr Filme, die in diese Richtung gehen, aber wenn wir diese Filme uns angucken, erkennen wir irgendwie, der Großteil davon sind Horrorfilme. Und ich finde, dass es mehr dieser kreativen Kameraeinstellungen bzw. dieser kreativeren Settings geben muss. Natürlich kann man das nicht in jedem Genre umsetzen, denn ich sag mal, Liebesfilm kann natürlich auch aus einer Ego-Perspektive gefilmt werden, nur irgendwo ist da halt, naja, weiß ich nicht. Macht es natürlich Sinn, irgendwo Außenansichten zu filmen. Aber ich finde halt, man sollte einfach wesentlich sich mehr trauen, mehr Kreativität zeigen und einfach mal andere Sachen bringen und nicht immer nur das Gleiche. Ich meine, guckt euch Star Wars an, guckt euch Star Trek an. Es ist einfach oder Herr der Ringe, all diese ganzen Sachen, Harry Potter, ausgedachte Sachen. Und ich finde, daran scheitert es momentan. Wir sind mehr auf diesem Trichter, dass halt immer mehr realistische Sachen kommen. Vor allem im normalen, ich nenne es mal Action-Drama-Bereich, würde ich das mal betiteln, die halt einfach realistisch angehaucht sind. Wie gesagt, Mission Impossible, James Bond und so. Keine Frage, gute Filme, aber irgendwann hört es halt auch auf. Und naja, wie gesagt, Horror ist momentan das Genre, was am kreativsten übergreift, beziehungsweise am kreativsten,
naja, halt einfach das Problem am Schopfe packt und halt verändert. Für mich auch ein grandioses Beispiel, dass es auch einfach simpel geht. Five Nights at Freddy's. Nehme eine Spielvorlage, die eine perfekte Story bietet und setze sie gut um. Nicht wie der Assassin's Creed Film von weiß nicht wann der rauskam, weil der einfach nur Bullshit war. Aber Five Nights at Freddy's wird hoffentlich, der ist noch nicht draußen, die Hoffnung bleibt da, wird hoffentlich einfach ein genialer Film. Vor allem, weil sich gesagt wurde, okay, und wir benutzen kein CGI für die Animatronics. Die werden entweder ferngesteuert oder da steckt jemand im Kostüm drin. Warum sowas nicht öfter? Und wie gesagt, das ist das Problem, finde ich. Horrorfilme liefern im Prinzip einfach schon diesen Weg zu sagen, okay, hier, man kann sehr, sehr kreativ sein. Man kann sagen, geh in eine verrückte Richtung, womit keiner rechnet und mach da was Gutes draus. Für mich die besten Beispiele der letzten Jahre sind die Knives Out-Filme. Wobei ich da sagen muss, Knives Out 1 war definitiv besser. Ich hatte einfach das Gefühl, man spielt Cluedo und man ist halt in diesem Film am Cluedo spielen. Dieser Film war super gut umgesetzt. Dieser Film war perfekt umgesetzt. Die schauspielerische Besetzung war top. Es war alles super geil. Es gab kaum, finde ich persönlich, kaum Momente, wo ich gesessen habe und gedacht habe, boah, das ist aber jetzt scheiße, unrealistisch. Oder was weiß ich. Der Film war durch und durch geil. Knives Out 2 war okay, hatte leider ein bisschen weniger diesen Cluedo-Faktor, dieses Gefühl von Cluedo, finde ich. Und ich hoffe, sie schlachten das Genre nicht so sehr aus, wie sie so manche andere Sachen ausschlachten. Aber einfach sowas. Einfach super kreativ. Ein Detektivfilm, der einfach gut ist, zum Beispiel. Das war ja ein bisschen mehr oder weniger Detektivfilme, die aber einfach gut sind. So, ich weiß nicht. Auch die alten Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. waren top. Haben leider nie eine Fortsetzung. Und da stellt sich mir leider immer die Frage, sind es die Zuschauer schuld? Wollen einfach viel zu wenige solche Filme und wollen sie eher diese 0815 Filme, sage ich mal? Weil es gibt super viele Filme, die einfach eine Fortsetzung angepriesen haben und sie leider nie gebracht haben. Ob es natürlich, wie gesagt, schon Sherlock Holmes war mit Robert Downey Jr., ob es jetzt Simpsons der Film war, den ich vor kurzem gesehen habe, der hat auch eine Fortsetzung angeteased. Wie viele Filme gibt es auf dieser Welt, die eine Fortsetzung angeteasert haben und diese Fortsetzung wäre ultra geil geworden und haben sie leider nie gemacht. Und da muss man halt sagen, natürlich, diese Fortsetzung oder die Filme oder das Filmgenre steht und fällt mit den Zuschauern, also mit uns. Und wenn uns die Sachen anscheinend im größten Teil nicht gefallen, dann wird es halt auch leider nicht gemacht. Und das ist halt jetzt die Frage, weswegen ich dieses Video hier mal mache. Weil jetzt seid ihr mal gefragt, seid ihr der gleichen Ansicht wie ich? Oder sagt ihr, nee, ich möchte diesen, ich nenne es jetzt einfach mal böse 0815 Klischee-Film-Sachen. Ich möchte eine stinknormale Kamera einstellen, ich möchte eine stinknormale Story. Oder würdet ihr ähnlich sagen wie ich, es fehlt an Pep. Vor allem in den Non-Horror-Bereichen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Und wenn das wirklich der Fall ist, frage ich mich wirklich, warum kommt so wenig Gutes? Wie gesagt, nicht nur von random Studios, die random Stories machen, sondern auch von den großen Studios. Marvel, Disney, DC, alles Mögliche. Irgendwie lässt alles nach, vor allem in den größeren Bereichen. Aber das sind wir uns ja schon, oder da sind wir uns ja ziemlich sicher, dass es nichts mit den Studios an sich zu tun hat, sondern einfach mit dem kommerziellen Aspekt, weil das Gleiche in der Spieleindustrie natürlich auch der Fall ist. Siehe Assassin's Creed, siehe FIFA, siehe alle möglichen großen Publisher von guten Spielen, COD als Hauptbeispiel mal genommen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ihr es anders seht. Mich interessiert es wirklich. Und nehmt auch gerne mal Beispiele von Filmen, die halt auch so dieses Klischee durchbrechen. Und sagen, okay, ich mache einfach mal ein komplett anderes. Ob es ein Ego-Perspektiven-Film ist oder ob es einfach ein Film ist mit einer besonderen Art, wie er gedreht wurde. Auch Filme, die durchaus viele One-Taker benutzen, finde ich, sind immer krass anzuschauen, weil allein dieser wenige Schnitt bringt einfach nochmal rüber, wie gut die Filmarbeit einfach war. Und das ist halt sowas, was man einfach, ja, gut wertschätzen kann, sag ich mal, ne? Ja, und wenn ihr sowieso schon da unten in den Kommentaren wart und einen Kommentar geschrieben habt, dann könnt ihr gerne mal auf den Kanal klicken und checkt mal ein paar Videos aus. Vielleicht gefällt euch ja dieser Kanal. Hier geht es rund um das Thema Filme und Serien. Viel The Walking Dead momentan, wenn euch das also interessiert, seid ihr hier definitiv richtig. Aber sonst auch alles Mögliche. Kritiken, Reviews, Fun Facts, Theorien zu allen möglichen Sachen. Und wenn euch sowas interessiert, checkt gerne den Kanal mal aus. Bleibt vielleicht hier. Und naja, über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es wahrscheinlich vielleicht schon ist. Und würde sagen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie halt auch wirklich immer. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.